sports. It's in the game. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca Jodler zukommen lassen. Was, Bruder? Heute Jodler, richtig Bock. Ich bin wie immer gespannt, was der ein oder andere vielleicht unter euch zu jodeln gehabt hatte. Und ich werde dorthin gehen, wo erst wenige waren. Ich habe immer Angst, weil ich habe zu viel Flussmonster geguckt, weißt? Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Jodler. Let's go. Brauchen seit Monaten für die WG einen Staubsauger. Hab einen für 60 Euro gefunden und meinen Mitbewohnern gezeigt. Kommentar. Wären halt 3 Kästen Bier, Leute. Michi? Michi! Jo, Leute, was soll ich sagen? Wir saufen uns jetzt halt die WG sauber. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Grüße gehen raus an eure WG, wahrscheinlich alles BWL-Studenten, weil sonst würdet ihr das Geld nicht so schlau investieren. Das ist kaputt. Das ist Alpha. Magermilchjoghurt enthält übrigens alle Vokale in alphabetischer Reihenfolge. Luca auch schon mal dran gedacht, dass Hauptschüler hier zuschauen. Ich nähere mich meiner Freundin unter der Bettdecke. Sie, oh, was ist das denn? Ich, mein drittes Bein. No front an der Stelle und eine dicke Schweigesekunde für den gefallenen Bruder. Wahrscheinlich. Ist die Größe sehr wichtig? Ich würde sagen, die Größe ist nicht entscheidend, sondern die Technik. Meine Freunde. Das ist so eine geile Idee. Die haben einfach ein Video von so einer YouTuberin bei so einer Fußballveranstaltung drauf gemacht. Das ist ja so fucking nice. Ist die Größe sehr wichtig? Ich würde sagen. Größe ist nicht entscheidend, sondern die Technik. Meine Freundin voll gut, voll gut. Hat Asthma. Ich hasse es, dass ich nicht weiß, ob sie gerade kurz vor dem Kommen ist oder stirbt. Einfach mal zwischendurch ein bisschen den Puls checken. Wird schon easy laufen. Wenn ich meinen Hamster die Sonnenblumenkerne aus meiner Hand füttere, halte ich sie immer ein bisschen fest, sodass er darum kämpfen muss. Bis hierhin würde ich sagen, alles normal. Das gibt eine Anzeige. Er soll lernen, dass das Leben hart und gemein ist. Es ist ein Hamster, Bro. Es ist ein Haustier. Das Wort Haustier beinhaltet schon quasi, dass dieses Haustier auf jeden Fall ein besseres Leben führen wird als du. Du bist so schwarz. Die Gruppe ist das Geilste. Der arme Hamster, was geht? Mein Bruder hat am Samstag die neue Freundin von meinem Papa kennengelernt. Hey, ich bin die Christina, aber meine Freunde nennen mich Chrissy. Erster Eindruck sitzt. Ein kleiner Junge vor mir in der Eisdiele zu seiner Mutter. Kann ich bitte 2 Kugeln haben? Sie, eine reicht. Er, bitte, ich kann mich nicht entscheiden. Sie, okay. Er, 2-mal Schoko, bitte. Outlet. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Grüße gehen raus an diesen kleinen Ehrenmann schon in jungen Jahren. Ein sehr 200 IQ. Sehr schlauer Bursche. Ein anderes Wort für Liebe. Hass! Influencer vor 3 Monaten. Stay at home. Influencer jetzt. Nice. Erstmal 4-mal in den Urlaub fliegen. Leute, Corona ist noch nicht vorbei. Bitte bleibt in euren 2 Quadratmetern WG-Zimmer zu Hause. Ich hab's daheim in meinen über 100 Quadratmetern ja auch nicht leicht. Habe ich da noch einen Wandschrank? Bam, 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 bam. Bada bing, bada bang. Morgen. Ich muss morgen zum Arzt. Oh je, was fehlt dir denn? Und da gehen dicke Grüße für die morgige Klausur. Grüße raus an jeden Hausarzt, der gerade zuschaut. Schaut mir ein Hausarzt zu. Schön den gelben Zettel beim Hausarzt abholen und gerne auch 2 Tage länger. Wochenende! Saufen! Nach wie vielen Gästen wechselt man eigentlich die Gästezahnbürste? Oh, Digga! Heute wieder jemand. Das war ich. Von Tinder zu Besuch haben. Es wird ehrenlos. Tinder installiert. Auf der Suche nach was Festem. Erster Typ. Bei mir in der Hose wird was fest, wenn ich deine Bilder sehe. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Tinder ist einfach das Beste, was es gibt. Falls euch das Video gefallen hat. Also wer Tinder installiert und was Festes zu suchen, ist auch einfach lost, Digga. Könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Es ist soweit. FC Bayern München vs. FC Barcelona. Absolut Champions League Finalcharakter, Freunde. Übrigens, Leute, falls ihr mein letztes Video verpasst habt, ihr könnt jetzt hier draufklicken. Wie lange muss ich runterzeigen? Glaubst du, die Leute haben jetzt schon draufgeklickt?
Ich glaube, jetzt können wir Schluss machen, oder? Reicht doch jetzt, oder? Tschüss. Ah, kurz und knackig wieder. Schmeckt. Ihr wollt mich in Handschellen sehen. Verdammt, sie wollen mich in Handschellen sehen. Doch die Aussagen all dieser Kachbars sind für mich nicht belastbar. Du sagst mir, dass... Das war's mit der Menschheit. Die letzte Gehirnzelle ist auch noch gestorben, Digga. Ich glaube, heute Nacht schlafe ich einfach ein und wach nicht mehr auf, Digga. Alles tot da oben. Hier, warte mal. Das hier ist nicht ein... Bro, also entweder hat er sich gefreut, einfach, dass sie sich freut, weil sie mal schenkt, Bruder, oder der Typ hat so fucking einen an der Waffe, Digga. Er freut sich so hart über so einen scheiß Cringe-TikTok-Körperstrampelanzug. Keine Ahnung, Bruder, muss einfach nur los, Alter. Puh. Da verstellt sich sogar mein Astro, Alter. Nein, sagst du, diesen Trainingsanzug, sagst du mir? Und zwar, diesen Trainingsanzug gibt's nur einmal auf dieser Welt und ich hab ihn bekommen und niemand anderes. Ja, Mann. Leute, guck mal, die cool, Musikbox, Bruder. Cool Story. Die hat 500 Euro gekostet. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr sogar meinen Cousin fragen, der wo gerade filmt. Mach mal Lied auf. Mach es so laut, wie du kannst. Mit wem bin ich heute hier? Miruna. Leonie. Die Frage heute ist, ihr seht doch die drei hübschen Jungs dort, ne? Kiss. Hallo, FBI? Marry or kill. Ihr kennt das Format. Safe. Ja. Was willst du sagen? Okay, also, ihn würde ich killen aus Prinzip, weil du bist zu klein. Oha, findest du ihn nicht süß? Doch, er ist süß, aber ich kann... Ich, ja. Sie macht dich strafbar. Nein, okay, dann würde ich ihn heiraten. Ja, ich 18. Ihn küssen und ihn töten. Okay, und du? Ja, ich würde auch ihn in der Mitte killen, ihn würde ich heiraten und ihn würde ich küssen. Aber eigentlich würde ich gar nichts machen, weil ich mache, das ist mir unangenehm, die sind ein bisschen jung. Bisschen zu jung, also eher babysitten? Ja. Alles klar. Okay, dann Dankeschön, Mädels und ja. Jungs, wollt ihr noch was sagen? Würdet ihr die daten? Wie alt bist du? Nein, ich weiß nicht, nein. Würdest du die daten? Was? Würdest du die daten? Nein. Ich kann halt gar nicht einschätzen, wie alt die alle sind. Also die Jungs sahen auch sehr jung aus. Und keine Ahnung. Ja, der heutige Kleidungsstil. Das Mädchen ist verliebt und sie lutscht gerade. Okay, ich dachte, heute ist es nicht so weit, aber es geht nicht mehr anders. Ich muss die Brille aufsetzen lassen, Chat. Schützt eure Augen. Es ist wirklich, es ist jetzt ein Limit überschritten. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht mehr. Die Brillen auf, Chat. Das Mädchen ist verliebt und sie lutscht gerade etwas Hartes. Jeder liebt den Shit hier, haben den Dobson Flow forever. Bei Wolken los und weg. By the way, eins hat es, hat ein gutes hat die Cringe TikToks Reactions. Wir haben immer einen spannenden Abend zusammen und amüsieren uns, klar. Aber tatsächlich entdeckt man dann auch hier und da mal neue geile Musik, wie jetzt zum Beispiel das Lied gerade. Was auf den Boden und jetzt seine Beine. Ach, Digga, was soll das denn? Ich weiß, dass du das kannst.